Hallo, beim heutigen Video geht es mal wieder ums Thema Autogramme sammeln. Ich habe vor 14 Tagen auf dem Flohmarkt diesen Bildband mitgenommen von Robert D. Ballard. Und zwar geht es um die Entdeckung der Bismarck, Deutschlands größtes Schlachtschiff. Ihr wisst ja, dieser Ballard hat auch die Titanic gefunden auf dem Grund des Atlantiks. Und wie ich mich ein bisschen mit dem Buch befasst habe, ein bisschen gelesen habe, ein bisschen geschaut habe, bin ich auf den Gedanken gekommen, ob es da wohl noch Autogramme gibt von den Überlebenden dieser bedeutendsten und legendärsten Seegefechte des Zweiten Weltkriegs. Es geht also um zwei Überlebende dieser Gefechte zwischen der Royal Navy auf der einen Seite und der deutschen Kriegsmarine auf der anderen Seite. Ich werde euch jetzt mal ein paar Fakten zu den Schiffen erzählen, die in dem Video jetzt eine Rolle spielen. Und zwar das eine ist die HMS Hood. Das war der Stolz der Royal Navy. Ist 1918 vom Stapel gelaufen und 1920 in Dienst gestellt worden. Hat eine Besatzung gehabt von 1477 Mann. Eine Höchstgeschwindigkeit von 31,07 Knoten. Das entspricht 58 Stundenkilometer. Das ist eine Mordsgeschwindigkeit für so einen alten Dampfer, müsst ihr euch vorstellen. Und das Schicksal der Hood und das Schicksal der Bismarck sind ganz eng miteinander verbunden. Und auch die beiden Autogramme, die ich da habe. Das andere war eben die Bismarck, wo da eine Rolle spielt jetzt. Die ist 1939 im Februar vom Stapel gelaufen und ist, über das, wann sie gesunken ist, reden wir nochmal drüber. Die Höchstgeschwindigkeit war 30,6 Knoten, also 57. War schwer gepanzert, ein Ungetüm. Und jetzt reden wir über das Seegefecht, bei dem die Bismarck und die Hood gesunken sind. Wir sprechen da über die Unternehmung Rheinübung. Das war also der Kanaldurchbruch der Bismarck und anderer deutscher Schiffe. Und die Royal Navy hat versucht, die Bismarck zu finden, abzufangen und zu versenken. Die HMS Hood wurde versenkt am 24. Mai 1941 beim ersten Zusammentreffen der Royal Navy und der Kriegsmarine. Die Bismarck hat da einen Volltreffer gelandet, der das Deck durchschlagen hat bei der Hood und genau die Munitionskammer getroffen hat und da explodiert ist. Und die ist praktisch innerhalb von kürzester Zeit gesunken und von diesen 1477 Mann haben nur drei Stück überlebt. Und einer davon war eben Ted Briggs, jener hier. Jetzt kommen wir zum Autogramme sammeln. Ich habe einen Sammler in England gefunden, der hat Autogramm verkauft von diesem Ted Briggs, mittlerweile natürlich verstorben. Das war der letzte Überlebende der Hood, einer der drei Überlebenden. Der war Signalgast auf der Brücke praktisch und ist auf einmal im Wasser gewesen nach der Explosion, wurde unter Wasser gezogen, hat sich verheddert mit Takelage und ist auf der einen Seite des Schiffs unter Wasser gezogen worden und auf der anderen Seite wieder hochgekommen wie ein Korken. Und der hat eine Signierstunde mitgemacht, die dieser Sammler organisiert hat. Und das Geld, was er dem Ted Briggs da gezahlt hat für die Autogrammstunde, das ist an die HMS Hood Stiftung gegangen. Und bei dieser Signierstunde ist dieses Autogramm entstanden. Man sieht hier die HMS Hood und hier die Signatur von Ted Briggs. Das Ganze ist aus England gekommen. Er hat sich auch noch, ist mir im Preis entgegengekommen. Es war jetzt nicht so wild, wie ich gedacht habe. Und das andere Autogramm kommt eben von einem Überlebenden der Bismarck. Die hatte ja 2200 Mann Besatzung und hier haben, es geht um ein paar, immer bei den Angaben hin und her, so 114 Mann überlebt von 2200.
Es sind zwar mehr ins Wasser gegangen, als das Schiff aufgegeben wurde, aber durch die U-Boot-Gefahr haben die Engländer abgebrochen, deutsche Schiffsbrüchige aufzunehmen, und da sind viele ertrunken und nur 114 haben überlebt. Und das ist ein Überlebender der Bismarck, Rudi Römer. Der war im Maschinenraum, Maschinengefreiter, und hat praktisch den langen Weg vom Maschinenraum ans Deck geschafft noch. Ist dann ins Wasser gegangen, in den kalten Nordatlantik, und war auch einer der letzten, der den Kapitänleutnant Lindemann, den Kommandeur der Bismarck, lebend gesehen hat, wie er praktisch sich noch festgehalten hat am Wrack und mit einem Gruß in die Tiefe versunken ist. Rudi Römer, mittlerweile auch verstorben. Das Autogramm entstand 2003. Hier nochmal ein Bild von der Gemälde der Bismarck. Ich werde die ganzen beiden Autogramme zusammen jetzt in einen Rahmen verfrachten und werde die zusammen nebeneinander postieren und aufhängen. Ich finde, das ist einmal was Außergewöhnliches wieder. Gerade hier, einer von drei Überlebenden der Hood. Wahnsinn. Kann man sich gar nicht vorstellen. Das war es auch wieder heute zum Thema Autogramm sammeln. Die Leute konnte ich natürlich nicht mehr persönlich anschreiben. Die waren leider schon verstorben. Klar, der Krieg ist jetzt 77 Jahre aus und die waren dann mindestens 20. Da versteht man langsam, dass es nicht mehr viele gibt, viele Zeitzeugen. Bis zum nächsten Mal. Wer sich dafür interessiert, der kann mal die ganzen Einzelheiten nachlesen im Internet oder bei YouTube-Videos, wie diese Verfolgung der Bismarck bis schließlich zur Versenkung, wie das gelaufen ist. Hochinteressant. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Jetzt geht es ans Arrangieren, ans Rahmen, zum Präsentieren. Dazu verwende ich einen Fotokleber, der lässt sich dann wie so Rotz wieder abziehen und beschädigt die Fotos nicht. Wo fangen wir an? Fangen wir hier mit dem Bismarck-Autogramm an, mit dem Bismarck-Bild an. Hoppala, das war die falsche Stelle. Braucht man bloß zwei Punkte, damit es auf dem Passepartout nicht verrutscht. Hier oben muss ich nochmal abwischen. Dann kommt das Autogramm von Ted Briggs dran. Das beschädigt das Foto nicht oder das Autogramm. Wenn man es wieder abziehen will, geht es wieder ab. Also Fotokleber, kein Uhu oder sowas verwenden, auf keinen Fall. Wieder an der falschen Stelle und unkonzentriert. Da wird noch was ausgedruckt mit den persönlichen Daten zu den Figuren. Jetzt kommt noch das von Rudi Römer. Da brauche ich nicht aufpassen, der ist frei. Geschützter ist im Album, aber bei manchen Sachen kann man halt dann nochmal drauf schauen. Ist auch ein interessanter Blickfang. So, dann sehe ich hier noch, dass ich ein bisschen schief abgeschnitten habe. Das werde ich noch korrigieren.
Voilà. Schön geworden, gell? Das werde ich jetzt aufhängen. Eine echte Rarität.